So, Freunde, blöde Fragen an einen Gynäkologen. Ich habe mal wieder eine Instagram-Umfrage gestartet und habe gesagt, Leute, fragt mich mal blöde Fragen. Jetzt, wir hatten das Thema Schwangerschaft, blöde Fragen, ist ein großer Erfolg gewesen, selbst für mich, der viele Fragen so nicht erwartet hätte. Und jetzt kommen die Fragen zum Gynäkologen. Und da muss ich sagen, kamen viele, aber die haben sich fast alle sehr geähnelt. Und es ging im Großen und Ganzen um den Intimbereich der Frau. Das kann man eigentlich zusammenfassen. Ich habe so viele Fragen bekommen zur Intimrasur. Ob man rasiert sein soll. Ob es eine präferierte Frisur da unten rum gibt für Gynäkologen. Ob es schlimm ist, wenn man gar nicht rasiert ist. Ob man das Popoloch rasiert haben muss. Also da kamen, ich will nicht lügen, aber es waren mit Sicherheit 100 Fragen über das Behaarungsmuster der Frau beim Gynäkologen. Und soll ich euch mal ganz salopp was sagen? Es ist egal. Es ist wirklich egal. Ihr könnt da, weiß ich nicht, euren Namen reinsticken. Uns Gynäkologen ist es egal. Das ist nicht schlimm, wenn ihr euch nicht rasiert habt. Hochschwangere Frauen kommen da nicht mehr selber hin. Die sind meistens nicht rasiert und wir sind das gewohnt. Und wenn jemand total glatt rasiert ist und sich damit wohlfühlt, dann ist das in Ordnung. Das ist nämlich der Punkt. Ihr müsst euch wohlfühlen, wenn ihr auf diesem doofen Stuhl hockt. Und wenn das mit einer glatten Rasur ist, dann rasiert ihr euch dann eben da komplett vorher. Wenn ihr sagt, ach, ich fühle mich so natürlich eigentlich am wohlsten, dann lasst ihr es natürlich. Uns Gynäkologen ist das, ich glaube, ich spreche dafür fast alle, ja, ich glaube, ich spreche dafür alle Gynäkologen. Mir geht es jedenfalls so, mir ist das total egal. Auch mindestens so viele Fragen kamen zum hygienischen Status untenrum bei der Frau. Ungewaschen, ungepflegt, am besten noch Kot verschmiert und so weiter und so fort. Da kamen wirklich ganz eklige Sachen, die so gefragt wurden, auch geruchstechnisch. Ich stink da unten, was mache ich denn da, etc. pp. Erstmal zum Hygieneaspekt. Ich finde, es ist einfach eine Selbstverständlichkeit, wenn ich zum Zahnarzt, es kommt immer beim Gynäkologen, kommt immer der Vergleich Zahnarzt. Ich weiß nicht wieso. Wenn ich zum Zahnarzt gehe, esse ich jetzt nicht eine 2 Stunden vorher den Döner mit Knoblauch und was weiß ich alles drauf, fetten Zwiebeln und putze mir dann erstmal gar nicht die Zähne, sondern spüle nochmal eine warme Milch mit Honig hinterher und dann habe ich so richtig einen Mock im Hals. Also das ist etwas, was ich natürlich vor dem Zahnarzttermin nicht mache, sondern ich putze mir dann die Zähne, bin gründlich, mache am besten noch hier so eine Mundspüllösung, damit das alles fresh ist. Denn das finde ich also maximal unangenehm, wenn man da mit so einem, weiß ich nicht, so ein Krater von Mund dann da auftaucht. Und genauso finde ich das eine Selbstverständlichkeit beim Gynäkologen, dass man da einfach das Mindestmaß an Körperpflege betrieben hat, bevor man da zum Gynäkologen geht. Also das finde ich, gehört sich. Und wenn man da irgendwo, weiß ich nicht, sieht oder auch riecht, die hat sich jetzt seit 5 Tagen nicht gewaschen, da ist alles Kot verschmiert und das ist jetzt am besten noch eine junge Patientin, dann denke ich mir, boah, ey, muss das sein? Also das finde ich dann auch ein bisschen blöd. Also das finde ich wirklich ein bisschen blöd. Wenn das jetzt eine alte Omi ist, die dement ist, wo ich weiß, die kommt aus dem Heim zur Untersuchung, die sie einmal pro Jahr machen möchte und die kann da nichts für, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn jemand in der Lage ist, sich zu waschen untenrum, dann finde ich, gehört sich das schon vor einem Termin beim Gynäkologen, oder? Also ich glaube, es ist eine Selbstverständlichkeit. Was den Geruch angeht, könnt ihr ja manchmal gar nichts dafür. Also das gibt ja viele Krankheitsbilder, die einfach mit einem übelriechenden Ausfluss einhergehen. Und das ist ein Stück weit auch ein Diagnosekriterium für uns. Es ist nicht so, dass wir jetzt unsere Nase, die Vagina halten und dann dran riechen, sondern man riecht das auch, wenn ich jetzt habe eine Distanz jetzt zur Kamera von 60, 70 Zentimetern fast, ja, würde ich schon sagen, und da riecht man das auch schon. Und wenn das krankheitsbedingt ist, dann weiß ich ganz genau, okay, das könnte das und das sein. Eine Infektion zum Beispiel in der Scheide riecht halt. Das ist ja dann auch kein Problem. Das ist ja etwas, wofür ihr in dem Fall überhaupt nichts könnt. Ja, die Frage nach der erotischen, romantischen Situation zu Hause, weil ich Gynäkologe bin. Ich hole mal kurz was von meiner Tochter. Das machen wir jetzt bei den häufigst gestellten Fragen an mich. Holen wir jetzt mal so einen Buzzer. So eine Art Buzzer. Das Ding. Das ist jetzt der Buzzer für die häufigst gestellten Fragen an mich. Also, das Thema Erotik zu Hause oder Sexualleben zu Hause, weil man Gynäkologe ist, ob man da überhaupt noch Lust hat, verspürt, wenn man am Tag so viele Frauen nackig sieht.
Unter den Top 3, würde ich sagen. Und ich argumentiere dann auch immer mit dem armen Zahnarzt. Also, oder wir können auch mal einen Hautarzt nehmen zum Beispiel. Also es ist ja nicht so, dass ein Hautarzt dir nie wieder oder seiner Frau nie wieder die Hand gibt oder sie streichelt, weil er am Tag so viele Hautkrankheiten sieht. Und es ist ja auch nicht so, dass ein Zahnarzt nie wieder küsst, nur weil er verfaulte Münder vielleicht am Tag gesehen hat. Und es ist doch was Schönes, wenn man jetzt mal angenommen, es ist den ganzen Tag gynäkologisch wirklich furchtbar und man sieht da ganz schlimme Dinge. Dann ist doch schön, wenn man nach Hause kommt und hat da was Normales und was Hübsches und Schönes. Deswegen kann man das überhaupt nicht irgendwie vergleichen. Also man kann überhaupt nicht sagen, ich komme nach Hause und habe keine Lust mehr auf eine Vagina, nur weil ich in der Arbeit ganz, ganz viele sehe. Sondern man kann das absolut strikt trennen. Und ich habe ein Kind. Mein Vater hat drei Kinder. Es funktioniert auch bei gynäkologischen Männern, dass sie noch Lust auf Sex verspüren. Wow, auch super oft gestellte Frage. Sieht man dem Intimbereich der Frau an, ob sie kurz vorher Geschlechtsverkehr hatte? Ihr müsst da echt Angst vor haben, oder? Also das ist tatsächlich auch eine Frage, die sehr oft gestellt wird, ob die Gynäkologin oder der Gynäkologe das sieht. Und es kommt immer, das sage ich dann immer, es kommt auch ein bisschen auf den Zeitpunkt drauf an, wann das vorher war. Sagen wir mal, ihr habt um 16 Uhr den Arzttermin und ihr habt morgens um 8 Uhr, das Kind schläft noch, Liebe, Liebe, Liebe gemacht. Dann sieht man das in aller Regel nicht mehr. Wenn das jetzt aber eine Stunde vorher war, dann kann schon sein, dass das einfach alles etwas geschwollener war und gut durchblutet ist und dass man sich seinen Teil denken kann. Aber das ist natürlich etwas, worauf man jetzt per se auch nicht achtet. Also da steht jetzt nicht geschrieben, ich hatte gerade Geschlechtsverkehr auf der Scheide, sondern man kann es vielleicht durch eine Schwellung sehen. Hab da keine Angst, das ist jetzt nichts Wildes. Ist natürlich ein bisschen unangenehm, wenn man wirklich kurz vorher Geschlechtsverkehr hatte und das männliche Sekret fließt vielleicht noch in einem entgegen, das wäre halt vielleicht wirklich ein bisschen unangenehm für alle Beteiligten, aber in der Regel sieht man das jetzt nicht, wenn so, sagen wir mal, eine Stunde dazwischen liegt. Also gibt Gas. Untersucht man als Frauenarzt auch seine ja, Bekannten, Freunde, Angestellten, eigene Mutter, wird hier noch gesagt. Es gibt Freundinnen, die ich schon untersucht habe, wo ich auch oder wo die auch gar kein Problem mit hatten und ich ebenfalls nicht. Es gibt Hebammenkollegin zum Beispiel, wo ich bei der Geburt dabei war, was ich überhaupt nicht als schlimm empfand. Und klar, meine Frau untersuche ich jetzt nicht, die hat eine Gynäkologin, meine Schwestern, gut, bei meinen Schwestern war ich bei der Geburt dabei, ist jetzt aber auch nicht diese standardgynäkologische Untersuchung. Das ist ganz anderes, wenn man bei der Geburt dabei ist. Also ja, wenn eine Freundin, eine gute Freundin kommt und von mir untersucht werden möchte, ich habe da kein Problem mit und wenn sie kein Problem damit hat, ist alles gut. Ich vergesse das auch. Also ich weiß nicht, wie jemand untenrum aussah. Es ist nicht so, dass ich, weiß ich nicht, so ein optisches Gedächtnis habe, wo ich jeder Mumu ein Gesicht zuordnen kann. Es ist nicht so. Ich vergesse das wirklich. Es tut mir sehr leid. Ich weiß nicht mehr, wie die oder die andere untenrum aussah. Das ist nichts, was man sich merkt. Also da auch nein. Ich bin nicht erregt bei gynäkologischen und Leute. Es ist eine gynäkologische Untersuchung. Da ist nichts erotisch dran, oder? Ist da für die Frau was erotisch dran? Also die Frage kam irgendwo auch, ob die Frau extra öfter kommt, weil sie mich verliebt ist. Also auf diesem Stuhl breitlings zu sitzen, nackig, ist da nichts Tolles, oder? Also für mich nicht. Also für den Mann nicht. Es gibt erotischere Situationen, als eine Frau nackt auf diesem Stuhl zu sitzen, zumal es ja Arbeit ist. Ich habe Hand aufs Herz noch nie, nie, nie einen erotischen Gedanken an der Arbeit gehabt bei diesen gynäkologischen Untersuchungen. Ganz, ganz ehrlich. Und das passiert mir auch nie. Das habe ich einfach überhaupt nicht, da irgendeinen Gedanken dran zu haben, zu verschwenden. Und das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr beim Gynäkologen schon mal erotisch, weiß ich nicht, berührt worden seid oder aus Versehen natürlich oder was weiß ich, ob ihr das toll findet. Ich glaub's nicht. Ich kenne jedenfalls keine Frau, die es toll findet. Ob meine Frau eifersüchtig ist, ja, das müsst ihr sie fragen. Also ich glaube, sie hat am Anfang schon ein bisschen zu knabbern mit dieser Berufswahl, aber mittlerweile hat sie auch gemerkt, dass Arbeit Arbeit ist und privat privat und dass ich das sehr, sehr gut trennen kann. Und damit hat sie, glaube ich, jetzt mittlerweile auch gar keinen Schmerz mehr. Also das müsst ihr sie aber mal persönlich fragen. Das weiß ich nicht. Super. Ob mir jemand schon mal ins Gesicht gepupst hat. Ja, das passiert. Es ist für auch alle Beteiligten sehr unangenehm, aber es passiert. Und gerade so nach Geburt oder wenn man eine PDA zum Beispiel hatte, man wird genäht, da wird man ja auch wie auf so einen gynäkologischen Stuhl gesetzt und dann ist natürlich unten noch alles relaxiert und dann kann es schon mal passieren, ja. Das ist natürlich etwas, was ich
schon erlebt habe. Deswegen finde ich es jetzt nicht so dramatisch. Aber für die Frau ist das natürlich furchtbar unangenehm. Sie entschuldigen sich 100.000 Mal. Und eigentlich ist es doch nur, es ist auch nur ein Pups. Also ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Ist es noch erregend, eine nackte Frau zu sehen? Ich sehe nur noch eine, zwei nackte Frauen momentan aktuell. Das ist meine Frau. Und ja, die finde ich erotisch. Und es ist meine Tochter. Und die finde ich einfach nur süß. Weshalb wird man als Mann Gynäkologe auch eine ja, Top 3, auch Top 3 gestellte Fragen, warum ich als Mann Gynäkologe geworden bin. Boah, Leute, wo fange ich an? Also, erstmal ist das ein Beruf, der super, super, super umfangreich ist. Also es gibt jetzt nicht nur diese Geburtshilfe, sondern es gibt eben auch die gynäkologische Seite. Es gibt Patientinnen, die sind von 15 bis 95. Es gibt Frauen mit Kinderwunsch, es gibt Frauen mit einer Krebserkrankung, denen man helfen kann. Es gibt Frauen, die operiert werden. Es gibt Frauen, die man mit einer Hormonbehandlung hilft. Also es ist einfach etwas riesig Großes in einem Fachgebiet. Und das ist sehr, sehr selten. Und das Gebiet Geburtshilfe ist sowieso einzigartig. Deswegen ist das ein toller Beruf, wirklich. Und mein Papa ist auch Gynäkologe. Und ich habe mich am Anfang im Studium dagegen gewehrt, so ein bisschen dasselbe zu machen wie mein Papa. Konnte ich mich aber nicht wehren, weil ich fand es dann doch auch sehr interessant. Und deswegen ist man als Mann auch Gynäkologe geworden. Und es ist gar nicht schlimm. Vor 30 Jahren waren 80% der Männer, also nicht 80% der Männer waren Gynäkologen, aber 80% der Gynäkologen waren männlich. Das hat sich jetzt ein bisschen komplett umgedreht. Nicht nur ein bisschen, sondern komplett. Ah, Leute, ey. Puh. So, Freunde. Bevor ich hier rot anlaufe. Manches möchte man nicht vorlesen. Also man denkt ja immer, Frauen, also man denkt ja immer, Männer sind, was sowas angeht, solche Themen angeht, ganz unverblümt und offen. Frauen haben es faustdick hinter den Ohren. Ja. Ob es den G-Punkt wirklich gibt, nennen wir es erogene Zone. Also da ist kein Knopf an der Scheide, den man drücken kann und dann quietscht er allein und dann ist die Frau erregt, sondern es gibt, sagen wir mal, erogene Zonen. Ob das jetzt ein Bereich ist, also Klitoris, klar, brauchen wir nicht drüber reden, kennen wir alle, aber es gibt auch noch andere Bereiche, wo eben so Nervenbündel zusammenlaufen, die eine erogene Zone dann darstellen. Und das Ganze hat dann irgendein schlauer Mensch mal G-Punkt genannt. Und das ist aber auch recht unterschiedlich von Frau zu Frau. Die einen Frauen haben das relativ ausgeprägt. Und die anderen Frauen haben es gar nicht oder ein bisschen weiter tiefer oder ein bisschen weiter links, rechts, gibt es Unterschiede und deswegen gibt es nicht diesen einen roten Knopf, der da irgendwo wie so ein Alarmknopf sitzt. Aber sagen wir, es gibt erogene Zonen, ja, die kennen wir doch alle. Es war schön, ich mag das. Ihr könnt gerne nochmal so eine Fragerunde starten, einfach hier unten in den Kommentaren. Es ist nicht so, dass das jetzt einen medizinischen Mehrwert hat, aber mir macht es Spaß. Und das muss ja auch mal sein. Zwischendurch mal so einfach ein Spaßvideo. Und das hier ist ein Spaßvideo gewesen. Bevor ihr auflegt, wollte ich sagen. Wieso sage ich auflegen? Ich bin in den 80ern geboren, man merkt es schon. Bevor ihr abschaltet, könnt ihr mal gucken, ob ihr nicht Lust habt, mich zu abonnieren. Denn dann verpasst ihr die lustigen Fragen nicht mehr. Und ihr könnt auch mal bei Instagram vorbeigucken oder bei Facebook oder auf meiner Webseite. Da gibt es auch einiges über mich zu erfahren. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß. Bis dann.